Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind noch immer in diesem großen Krieg gegen die Mamelucken, gegen Dhul Qadir, gegen Marokko, gegen Makurien und so weiter und gegen Fersan verwickelt. Wobei es ganz gut aussieht. Wir haben die Gegner ordentlich dezimieren können. Sie haben nicht mehr viel zu bieten. Am meisten noch... Oh, das hält sich ziemlich die Waage. Dhul Qadir vermutlich noch am meisten... vor allem Kanonen, aber das sollte nicht das Problem sein. Ja, wie sieht es im Rest Europas aus? Die Franzosen sind relativ erfolgreich. Sie wollen ja Avignon erobern, haben sie auch besetzt. Die Österreicher schlagen sich, wie es scheint, vor allem hier noch mit... Nee, ich weiß gar nicht, wo, wie ist denn Böhmen besetzt? Besetzt durch Bayern. Ach, dieser Krieg läuft auch immer noch. Nee, Österreich scheint es schwer zu haben gegen Frankreich und gegen Preußen. Ja, mal sehen, ob was das bringt. Ob es wirklich nur um Avignon geht oder ob noch anderes die Seiten wechselt. Auch der Kirchenstaat ist in relativer Bedrängnis. Bayern hat hier die Provence besetzt. Aber wir können leider, wie gesagt, nicht helfen. Wir haben hier einen anderen wichtigen, vielleicht noch heiligeren Krieg zu führen. Wir lassen mal weiterlaufen. Eine große Schlacht liegt gerade hinter uns und es beginnt eine weitere kleine Schlacht, weil wir hier nochmal 5.000, 6.000 Mann abfangen wollten. Ich werde aber jetzt mal mit dieser Armee doch hier hochziehen, nach Saidar, weil ich die Provinz auch nochmal gerne belagern würde. Denn die würde ich sogar gerne erobern. Irgendwie gehört die so optisch mit zum Heiligen Land, wie mir scheint. So, wir müssen mal aufpassen. Gewürze... Aber hier marschieren schon wieder 19.000, 16.000 Mann durch. Das ist ja nervig. Und ich habe das Gefühl, irgendwo haben wir doch jetzt noch einen Anführer. Wo ist denn unser dritter Anführer? Ach, da hinten steht er. Nee, dann müssen wir jetzt mal doch mal was anderes machen. Wir nehmen jetzt doch mal den und versuchen hier die zu attackieren. 18. Oktober, 12. Oktober, mal gucken. Und dann ziehen wir lieber doch mit den 22.000 einfach mal ohne Anführer da hoch. Mal kicken, wie das läuft. Und mit 13.000 riegeln wir das jetzt auch noch ab. So, er begibt sich ganz woanders hin. Farbstoffe, Schiffsbedarf. Und was ist hier los? Ach, da haben wir nur 1.000 Mann erledigt. Er will nach Gaza. Dann bleiben wir stehen. Was macht er dann? Dann bleibt er auch stehen. Ich will ihn aber gerne angreifen. Hier ist keine Wüste. Versuchen wir, ihn zu erledigen. Das wäre ganz gut. So, und Al-Quds sollte bald in unserer Hand sein. Und hier gibt es Frieden. Der Krieg Bretagne gegen Brunei, in dem, glaube ich, auch Frankreich verwickelt war, ist vorbei. Brunei, Mali... Oh, es gibt tatsächlich nur Kriegsreparationen. Da hat die Bretagne nicht viel gewonnen. Gut so. Haben wir auch gar kein Interesse, dass es anders ist. So, wo ziehen die hin? Die ziehen dort wieder in die Hauptstadt, aber da können wir sie dann abfangen. Das ist in Ordnung. Sammelt euch ruhig. Im Sinai kommt es jetzt zum Angriff. Ah, hervorragend. Hervorragend, komplett vernichtet, die gegnerische Armee. Sehr schön, so muss es sein. Aber hier kommt schon wieder eine neue. Gott, wo kommen die alle her? Es ist der reine Wahnsinn. Wir ziehen uns mal wieder nach Gaza zurück. Sicher ist sicher. Hier kommen jetzt 8.000. Ich hoffe, 14.000 ohne General kriegen das hin. Ich weiß es nicht. Vielleicht stellen wir uns gleich direkt mal dahin, dann brechen sie den Angriff ab. Nee, sie ziehen ihn durch. Aber wir haben jetzt erstmal in Al-Quds gewonnen. Nee, das wollte ich mir nicht angucken. Ach Mensch. Zurück. Zurück, zurück, zurück. So, das ist gewonnen. Und sie sind hier echt dabei, wieder komplett durchzumarschieren. Mit ihren Armeen. Dann werden wir jetzt, glaube ich, uns so positionieren. Die Armee blockiert das. Die Armee bleibt da stehen, um im Zweifel da irgendwie einzugreifen. Ach,
verdammt. Jetzt wollen die hier helfen. Oh, 22. November, 23. Ein Tag später. Ja, man muss ständig auf der Hut sein. Okay, jetzt haben sie abgebrochen. Ja, dann ist es vielleicht nicht schlecht, dass wir da komplett mit hingehen. 25% Kriegsstand. So. Gut, die fügen wir mal zusammen. Wo ist die große Armee hin? Hier sind 26.000. Da sind 16.000. Könnten wir die nicht direkt hier anfangen? Abfangen? Ist zwar Gebirge. Nee, können wir nicht. Die marschieren nach Sinai, aber da können wir sie dann eigentlich schlagen. Ja, da sind sie schon. Da werden wir sie angreifen. Okay. Vielleicht können wir dann auch diesen Strahl endlich vernichten. Das wäre doch auch mal eine Motivation. Die marschieren jetzt nach Nablus mit 27.000 Mann. Hm. Wir gehen da auch mal hin. Sind wir vor ihnen da? 8. Dezember, 9. und 4. Wir sind nicht vor ihnen da. Aber wir... Nee, jetzt ändern sie wieder ihre Meinung. Im Sinai können wir angreifen und vernichten komplett den Gegner. Sehr gut. Dann ziehen wir wieder zurück. Und das Spiel beginnt von vorne. Aber derweil steigt der Kriegsstand immer weiter. Eigentlich warte ich jetzt hier nur auf die erfolgreiche Belagerung von Saida. Dann könnte man schon mit den Friedensverhandlungen mal beginnen. So, die nächste Belagerung ist gewonnen. Der marschiert wohin? In die Hauptstadt. Das werden wir unterbinden. Ist die Frage, wollen wir hier noch einen vorziehen? Können wir ja mal machen, ne? Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Gut, hier stehen wir zur Sicherheit. Das ist in Ordnung. 25. 27. Wir können sie nicht abfangen. Uiuiui. Die sind aber fix. Gut, das belagern sie. Da können wir sie abfangen. Hier belagern wir. Das ist auch in Ordnung. Da oben marschieren sie weiter. Das ist jetzt der Kampf, der hoffentlich sehr schnell vorbeigeht, auch wenn wir über den Fluss angreifen. Aber können sie... Ja, auch hier können wir sie komplett vernichten. So wünscht man sich das. So, hier oben, die marschieren wieder nordwärts. Sehr gut. Und hier hat tatsächlich, wir hatten das jetzt erobert, haben es die Polen tatsächlich erfolgreich besetzt. Wahnsinn. So, wer ist hier am Start? Hier waren, glaube ich, unsere Freunde aus Neapel. Neapel ist auch nicht schlecht aktiv. Und hier sind die ganzen Marokkaner, die Tanger ewig lange noch belagern müssen, weil die Befestigungen so dick sind und wehrhaft. So, da haben wir jetzt wieder 1000 Mann erledigt. Okay, wie gesagt, die Belagerung ist jetzt die, die wir haben wollen. Ein neues Fort, das ist auch gut. Was hat er denn für einen Belagerungswert? Vielleicht schicken wir ihn einfach mal hin. Null, dann bringt es auch nichts. Dann soll er da einfach nur stehen bleiben. Und das ist jetzt interessant. Frieden Bayern-Kirchenstaat. Nix, nix, nix. Im Prinzip nur Dukaten, Prestige, Kriegsreparation. Das war's. Okay. Bayern ist es also nicht gelungen, Böhm irgendwas zu erobern. Aber das war, glaube ich, nur... War das ein Separatfrieden? Habe ich nicht aufgepasst. Ist Bayern... Aha, Bayern ist weiter mit Böhmen im Krieg. Wie steht denn da der Kriegsstand? Plus 42. Das heißt, dann sind sie doch erfolgreich. Oder sie werden erfolgreich sein. So, die Polen beschäftigen weiter hier oben Dulkadir, die immer noch eine relativ schlagkräftige Armee haben. Aber sie Gott sei Dank nicht richtig zum Einsatz bringen können. Mogulreich, Friede mit der Bretagne. Das ist auch in Ordnung. Hier kommen immer wieder aus Süden neue Einheiten und sammeln sich. Bretagne, Frieden mit Malakko. Oh, und Bretagne tritt etwas ab.
Gajo und Poyroilak. Da hat die Bretagne gelost. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Das ist einfach zu interessant. Gajo. Okay, Malakka kehrt zurück. Hochinteressant. Na gut. Lohnt sich vielleicht irgendwann doch noch ein Krieg nochmal gegen Malakka? Wer weiß. So, oh Gott, wir haben hier Verluste. Wie kann das denn sein? Dann lasst uns lieber hier hingehen, da werden wir besser versorgt. Und wir können die gleich noch mit bekämpfen. Hier oben helfen uns jetzt tatsächlich die Polen bei der Belagerung. So muss es sein. Und es gibt ein erstes Friedensangebot aus dem Mamelukenreich. Sie sehen die Niederlage ein. Ist ja lächerlich. Das ist ja nun wirklich lächerlich. So. Jetzt haben wir erstmal wieder 4000 erledigt. Ziehen wieder ein bisschen zurück. Die Polen kommen jetzt hier in unsere Richtung und die nächste Belagerung war erfolgreich. Hier gehen wir jetzt nicht mehr weiter, weil das dieses aride Gebiet ist. Dann packen wir uns hier mit den 10.000 Mann hier hinein und machen den Weg zu. Das ist gut. Wir haben 32% Kriegsstand. Ja, in Alexandria kommt es jetzt zu einer kleineren Seeschlacht, aber wir warten jetzt einfach nur darauf, dass diese Provinz dort fällt. Oh, und wir sind jetzt Dominanz im Pelzehandel. Jährliches Prestige plus 1. Das ist aber nett. Der Hansebund ist Verteidiger des Glaubens. So, die nächste Belagerung ist gewonnen. Sichern wir einfach mal hier hinter ein bisschen ab. Gut. Jetzt kommen hier doch mal die restliche Armee von Dulkadir. Wie steht's denn hier überhaupt? Oh, der Gegner. Oh, die konnten jetzt echt nochmal deutlich wieder rekrutieren. Das überrascht mich. Die haben doch noch Manpower in der Hinterhand. So, endlich 14% hier oben. Das wird auch Zeit. Wie gesagt, mehr will ich eigentlich jetzt nicht erreichen. Belagern. 22.000 ziehen nach Minya. Können wir ihnen den Weg abschneiden? 28. Mai, 20. Mai. Dann müssen wir hier. Aber jetzt. Ziehen sie 30. Mai und wir am 30. Ja, das ist immer dieselbe Frage. Das geben wir mal nichts. Marschieren da auch hin. Jawohl. Dann kommt es dort zur Schlacht. Hier oben 21%. Tanger ist verloren. Kostet natürlich ein bisschen was, aber stört uns eigentlich gar nicht. Wo ziehen die denn jetzt hin? Ach, die ziehen jetzt in die Hauptstadt. Dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt bleiben sie stehen und jetzt ziehen wir ihnen mal entgegen. Sie fliehen. 13. Juni, 17. Ach Mensch. Was für ein Katz-und-Maus-Spiel. Meinungsverschiedenheiten beilegen. Manchmal, wenn Länder verschiedene Regierungsarten haben, können sie einander nicht recht verstehen. Dank unserer fähigen Diplomaten konnten wir Meinungsverschiedenheiten mit einem unserer Nachbarn beilegen. Armagnacs Meinung verbessert sich. Das ist doch sehr schön. Oha, da haben wir jetzt die nächste Armee von Dulkadir. Aber ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange hier. Die marschieren hier weiter eifrig durch die Wüste. Oh, da oben ist eine Armee aus Armagnac in Bedrängnis. Da werden wir doch direkt mal helfen. Oh, 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 oh. Jetzt. Jetzt greifen wir hier nochmal ganz groß an. Jetzt kommt es tatsächlich nochmal zu einer Schlacht. Und wir haben Seida. Aber die Schlacht werden wir jetzt mal abwarten. Manpower ist jetzt auch bei 54.000. So, es kommt noch zu einer Mini-Seeschlacht und wir haben den Gegner hier nochmal komplett vernichtet. Und jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Stand erreicht. Mal gucken, ob der Gegner bereit ist, jetzt hier unseren Frieden zu akzeptieren. Ich habe ja schon mal in der Pause meine Kriegsziele selber definiert. Ja,
Und es ist tatsächlich möglich. Liebe Freunde, wir können... Nee, kurz wollen wir auch noch haben. Das ist nicht möglich. 5 Punkte fehlen da noch. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Beziehungsweise weiterkämpfen. Das ist eigentlich das Ziel. Das nenne ich mal heiliges Land. Das brauchen wir. Gaza brauchen wir eigentlich nur als Verbindungsstelle zu diesen beiden Provinzen, die ich gerne besitzen möchte, um einen Hafen hier am Golf von Suez zu haben und potenziell vielleicht hier mal den Kanal bauen zu können. Das ist das Ziel, das erreichen wir noch nicht, also muss noch etwas weiter gekämpft werden. Vielleicht diese Belagerung noch überstanden werden, man weiß es nicht. Wir gehen sicherheitshalber mal hier in Richtung Gaza mit der großen Armee. Falls jetzt hier die Freunde aus Dulkar dir noch auf komische Gedanken kommen. Aber die nächste Belagerung ist schon erfolgreich gewesen. Dann ziehen wir auch hier weiter den Nil herunter. Hier sind 2 Armeen. Ne, das andere ist Polen. Achso, das habe ich gar nicht. Das hatte ich übersehen. Ja, 162.000 sind das schon wieder. Die ziehen nach Karak. Gehen wir mal sicherheitshalber nach Al-Quds und mit denen nach Gaza. Das könnte ganz gut werden. Ich vermute, dass sie diese Provinz hier angreifen wollen. Vielleicht können wir ihnen entgegenkommen, wenn sie in Sinai sind. So, jetzt sind sie da. Und sie marschieren natürlich weiter. Ach ja. Nee, dann müssen wir das so machen. Kommt es doch nochmal zu einer großen Schlacht. Gaza. Ja, ich denke, wir wollen diese Schlacht auch, oder? Sie sind am 27. August da, wir am 30. Und die am 31. Dann soll es so sein. Der gegnerische General ist auch nicht der schlechteste. Okay, also ich denke, wenn wir die Schlacht gewinnen, dann machen wir es anders. Dann bleiben wir hier stehen und werden ihn jetzt aktiv angreifen. Das ist jetzt die Schlacht, die wir gewinnen müssen, um den Krieg zu gewinnen. 11. und 10. September. Das ist in Ordnung. 61 gegen 82.000. Und den führen wir jetzt auch noch ein. 7. September, nee, da warten wir noch ein paar Tage. So, 10. Das ist gut. Jetzt treiben wir sie in den Golf von Aden. Ming bricht das Bündnis, dieses merkwürdige Bündnis mit Russland. So, und jetzt geht es los. Aladdin. Jawohl, jetzt mit unseren voller Einheitenstärke. Hervorragend. Ein großer Sieg, glaube ich, steht uns bevor. Oh ja. Nur 7.000, 8.000 Mann verloren. Und der Gegner... Puh, 10, 11, 8, fast 30.000 Mann. Die Schlacht von Sinai ist beendet. Und ich denke, das sollte Argument genug sein. Jetzt sind hier schon 2 so eine Strahlemänner unterwegs in der Wüste. Das ist ja echt gruselig. Jetzt sollte es ausreichen. Jawohl! 85, 83, wir bekommen es. Legen noch ein bisschen Geld drauf, 100. Und dann ist es geschafft. Das bringt uns natürlich 66% Überdehnung und aggressive Expansion von 24, was durchaus eine Menge ist, aber diese Sache ist es durchaus wert. Liebe Freunde, wir senden die Forderung. Und jetzt ein großer Moment. Jawohl. Sie müssen annehmen, sie nahmen an. Und Alfonso der XII. Hat etwas Großes vollbracht. Er hat tatsächlich... Ja, das Heilige Land befreit, das seit ja, Hunderten von Jahren in der Hand der Muslime war und jetzt wieder in christlich-katholischer Hand und nicht nur das, in der Hand des spanischen Königs. Die Krönung seiner persönlichen Laufbahn vermutlich und wahrscheinlich wird er jetzt noch viel größenwahnsinniger sein, noch viel größere Ziele haben, man weiß es nicht. Wir werden es auch in dieser Form hier nicht weiter erleben, denn mit diesem Triumph, liebe Freunde, ja,
ist auch ein etwas trauriger Moment verbunden, denn dieses Let's Play werde ich an dieser Stelle in dieser Form beenden. Das wurde schon auf dem Kanal an anderer Stelle mal diskutiert, teilweise mitentschieden von den Zuschauern und jetzt ist es soweit. Ich wollte unbedingt noch einen besonderen Höhepunkt abwarten, das nicht einfach so abbrechen und ich denke, den haben wir jetzt erreicht. Sicher ist es auch so, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir schon sehr, sehr stark sind. Trotz unserer Hausregeln, trotz der Tatsache, dass wir uns hier nicht weiter in Europa ausdehnen, können wir hier solche Kriege fast im Alleingang gegen deutlich größere Gegner gewinnen. Ja, wahrscheinlich gegen eine große europäische Allianz wird es immer noch sehr, sehr schwierig werden. Das ist so. Und ich glaube auch, dass unsere Hausregeln hier tatsächlich die Sache sehr, sehr lange sehr interessant gehalten haben. Was mich überrascht hat, ist die Tatsache, dass hier unsere Kolonialnationen, ja, dass da irgendwie überhaupt keine Ambition gibt, sich zu befreien. Ich weiß nicht, vielleicht sollte das mal kommen, aber noch immer ist das Freiheitsstreben sehr, sehr, sehr gering, obwohl wir die Zölle ja immer weiter angehoben haben. Ich weiß gar nicht, wann eigentlich das nächste Mal, ich glaube Mitte der 80er Jahre, nach unserer Hausregeln, wenn wir sie wieder erhöhen, falls Alfonso da noch leben sollte. Aber das macht derzeit überhaupt gar keine Probleme und ist eher absolut der Garant unserer Stärke. Tja, und der zweite Grund, warum dieses Let's Play jetzt nicht fortgeführt wird, jetzt nicht mehr, ist die Tatsache, dass nun wirklich jetzt mir ist langsam ein bisschen zu, wie soll ich sagen, also es liegen ja jetzt einige DLCs hinter uns, die wir nicht nutzen konnten, einige Patches, ganz viele Patches sogar, also dieser Stand ist doch, was Europa Universalis betrifft, ziemlich veraltet. Das Spiel ist inzwischen sehr, sehr, sehr viel anders geworden und ich denke, wenn ein Let's Play hier, eines der langen Let's Plays hier auf dem Kanal beendet werden sollte, dann doch eigentlich dieses. Es wird eine kleine Pause geben mit Europa Universalis, weil derzeit einfach zu viel anderes los ist, aber das Spiel wird auf jeden Fall zurückkommen. Ich habe schon mal angekündigt, das ist so Kernprojekt eigentlich meines YouTube-Kanals Europa Universalis. Damit habe ich angefangen und davon werde ich auch nicht lassen. So viel ist gewiss. Liebe Freunde, ich werde die Spanier nicht ganz jetzt in der Schublade versinken lassen, sondern ich werde einfach off-cam diesen Spielstand noch ein bisschen weiterspielen, zu Ende spielen, ganz ohne Druck, vielleicht ohne so extrem ambitionierte Ziele, einfach mal zu sehen, wie entwickelt sich das alles. Gibt es vielleicht auch noch eine Revolte der Vizekönigreich? Was passiert mit dem Nationalismus? Gibt es eine Revolution vielleicht, die interessant ist? Ich werde euch dann in unregelmäßigen Abständen berichten, wahrscheinlich so immer kurz über das Leben eines Königs reflektieren, was noch so alles gewesen ist, damit wir also ja diese Spanier nicht ganz fallen lassen. Also mit einem traurigen und einem lachenden Auge beende ich also dieses Let's Play jetzt. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange so treu dabei gewesen seid. Es war eine sehr schöne Zeit. Ich sage Adios Spanien und Adios liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Let's Play. Macht's gut, euer Steinballen.